Ich komme zum Tagesordnungspunkt 6, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der FDP für ein Gesetz zur Aufhebung des Erhebungszwangs von Straßenbeiträgen und für mehr kommunale Selbstverwaltung, Drucksache 19 aus 19, zusammen mit dem Tagesordnungspunkt 10, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE für ein Gesetz zur Aufhebung von Straßenbeiträgen in den hessischen Kommunen, Drucksache 19 aus 19. Und zur Einbringung des FDP-Gesetzentwurfs hat sich Dr. H.C. Hahn gemeldet. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist noch keine 14 Tage her, dass die Stadtverordnetenversammlung in Rüsselsheim, ich begrüße den neuen Staatssekretär im Wissenschaftsministerium und ehemaligen Oberbürgermeister, folgenden Beschluss gefasst hat. Die Stadtverordnetenversammlung Rüsselsheim fordert den Hessischen Landtag auf, folgenden Beschluss zu fassen. Der Landtag beschließt die Streichung der Beitragspflicht für den Ausbau von Gemeindestraßen aus dem Kommunalen Abgabengesetz und ermöglicht die Finanzierung der Gemeindestraßen aus allgemeinen Steuermitteln durch einen gerechten und auskömmlichen kommunalen Finanzausgleich. Ich beende das Zitat hier, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Rest scheint mir auch mehr Begründung zu sein. Ja, in der vergangenen Legislaturperiode hat die damalige Mehrheit von CDU und FDP die Änderung der HGO vorgenommen und aus einer Soll-Vorschrift gemacht. Wir haben uns damals hier in diesem Hause auch heftig darüber unterhalten, streitig, wie sich das für den Hessischen Landtag gehört, ob man wiederkehrende Leistungen aufnehmen soll oder einmalige, ob die Abrechnung, ich sage es mal etwas kölsch, linksrum oder rechtsrum gemacht werden soll. Die damalige Mehrheit hat eine Entscheidung zugunsten der Wahlmöglichkeit, ob einmalige oder wiederkehrende Leistungen, aber zur Pflicht einer Erhebung von Straßenausbaubeiträgen gefasst. Ich gebe zu, dass ich damals an vieles gedacht habe. Aber es kam mir nicht in den Sinn hinein, dass man diese Regelung verkoppelt mit einem Thema, das gerade mal gar nichts damit zu tun hat, nämlich der Frage, ob die Kommunalaufsicht einen kommunalen Haushalt genehmigt oder nicht. Ja, es hat beides Mal etwas mit Geld zu tun. Das ist natürlich richtig. Und Herr Minister, ich würde wirklich bitten, ich bin in meinem Leben ja auch bestimmt 15 Mal gerügt worden, wenn ich von der Ministerbank etwas gesagt habe, aber es gehört sich einfach nicht. Es gehört sich einfach nicht. Und man kann sich auch disziplinieren. Und ich kann mich daran erinnern, dass Sie damals bei den Gesprächen zum Teil gar nicht dabei waren. Also, Sie können gar nicht wissen, was damals die Motivation gewesen ist, ist ja denn, Sie haben das so gut vorbereitet. Also meine herzliche Bitte, einfach mal zuzuhören. Es geht. Ich habe es ja auch gelernt. Kollege Al-Wazir ist ja auch dabei, es erfolgreich zu lernen. Ich komme wieder zum Thema zurück. Es hat wenig damit zu tun, dass man auf der einen Seite, damals dachten wir an zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten, an einen Abbau von Investitionsstau. Deshalb wurde das aufgenommen. Klammer auf, hat ja auch nicht geklappt. Klammer zu. Dass das nun verbunden wird mit der Keule der Kommunalaufsicht, die sagt, wir können den Haushalt, wir wollen den Haushalt nur genehmigen, wenn es eine Straßenbeitragssatzung gibt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, alles das hat ja nicht zum Erfolg geführt. Es sind ja nicht mehr kommunale Straßen ausgebaut, renoviert, grundständig erneuert worden. Ganz im Gegenteil, wenn ich die Statistik richtig lese, hat jedenfalls der Wunsch, den wir damit erarbeiten wollten, nicht zum Erfolg geführt. Aber Land auf, Land ab gibt es eine immer wachsende Unzufriedenheit mit dieser Straßenbeitragssatzung. Land auf, Land ab sage ich deshalb, weil es in unserem Hessenlande so unterschiedliche Zonen gibt. Es gibt Zonen, da wird seit Menschengedenken, oder der Ministerpräsident würde sagen, seit Kuhn und dem Heizbahn, Straßenbeiträge erhoben. Die gibt es, ohne Frage. Und es gibt andere Regionen, die haben nicht nur etwas mit dem Rhein-Main-Gebiet zu tun, aber hier insbesondere, muss man auch dazu sagen.
Da gab es noch nie die Erhebung von Straßenbeiträgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben deshalb gesagt, wieso eigentlich müssen sich die Bürgerinnen und Bürger in Mörfelden-Walldorf, in Limburg, in Rüsselsheim, in Karben, in Bad Vilbel, in Schlitz und ich könnte jetzt noch einige andere Orte nennen, mit diesem Thema dauernd auseinandersetzen, würden wir nicht das tun, was eigentlich einem Landtagsabgeordneten am besten zusteht, nämlich die Entscheidungskompetenz dem zu überlassen, der vor Ort die Entscheidung zu treffen hat. Und das ist genau der Ansatz der FDP. To whom it may concern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und wenn die Stadtverordneten und wenn die Gemeindevertreter vor Ort sagen, wir möchten eine Straßenbeitragssatzung haben, dann haben wir ihnen den Rahmen vorgegeben zwischen Freiwilligen und zwischen den anderen wiederkehrenden, zwischen einmaligen wiederkehrenden Leistungen zu unterscheiden. Okay. Aber wenn andere sagen, wir wollen das nicht, dann haben die genau dieselbe Möglichkeit zu sagen, und wir erheben sie nicht. Und das ist die Idee dieses Gesetzentwurfs. Ich freue mich darüber, die Debatte auch inhaltlich mit den Kollegen der CDU und der GRÜNEN zu führen. Denn wir haben von Anbeginn an nicht verheimlicht, dass wir schlicht abgeschrieben haben. Also, wir haben uns nicht eigene Gedanken gemacht. Aber die Formulierung haben wir dann so genommen, wie sie in der Koalition. Ich merke, der Zuspruch der beiden Fraktionsvorsitzenden der Regierungsfraktion ist schon groß. Weil wir machen ja nur das hier als FDP als Vorschlag, was wir alle drei gemeinsam als Jamaika in Schleswig-Holstein auf den Gesetzgebungsweg gebracht haben. So verkehrt kann das also nicht sein. Wir wollen also de facto die Erhebungspflicht. Wir wollen also de facto die Erhebungspflicht reduzieren. Wir wollen eine Möglichkeit eröffnen. Das unterscheidet uns von denjenigen, wo mal wieder das Verbot regiert, nämlich bei den LINKEN. Die wollen die Erhebungsmöglichkeit vollkommen ausschließen. Und wir wollen zum Zweiten, das werden Sie sehen, wenn Sie sich tiefer mit dem Thema beschäftigen, auch bei dem Thema der, was muss denn in den Topf für die Abrechnung herein, beziehungsweise wie qualifiziere ich eine Straße, dass eine weitere Möglichkeit der freiwilligen Entscheidung vor Ort durchgeführt werden kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben zur Kenntnis genommen, dass kurz nachdem unser Gesetzentwurf öffentlich wurde, der künftige Ministerpräsident des Freistaates Bayern, garantiert nicht wegen unseres Gesetzentwurfs. Nee. Das unterscheidet uns, Holger. Du hättest das noch gesagt, ich sage das nicht. Dass der künftige Ministerpräsident des Freistaates Bayern genau einen solchen Vorschlag in seinem 7, 8, 9, 10, 11, 12, keine Ahnung, Punkteprogramm für seine Ministerpräsidentenzeit, die ja auch nur zunächst bis zum Oktober geht, hereingeschrieben hat. Und mit großer Freude nehme ich zur Kenntnis, dass unser Ministerpräsident, als er bei einem Neujahrsempfang vor 14 Tagen in seiner Heimat in Mittelhessen die Gießener Allgemeine am 19.01. spricht von rote Karte für Bouffier, halte ich eine bisschen sehr übertriebene Überschrift, konfrontiert worden ist mit diesem Thema und dann er gesagt hat, wir müssen an das Problem herangehen. Ich habe auch zur Kenntnis genommen, dass der Ministerpräsident in Anwesenheit seines Stellvertreters bei dem berühmten Frühstück gesagt hat, er wolle mit den Kommunalen Spitzenverbänden reden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben schon einmal mit den Kommunalen Spitzenverbänden geredet. Ich habe bisher niemanden aus der Familie der Kommunalen Spitzenverbände gehört, der weiter den Zwang will. Ja, es gibt eine Debatte darüber, ob man es vollkommen verbieten soll oder nicht. Aber es gibt keinen, ich kenne jedenfalls keinen, der gesagt hat, den Zwang, der jetzt herrscht, soll gemacht werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will jetzt nicht insbesondere die Kollegen der CDU nerven, aber ich habe genügend dabei. Zitate von Kommunalpolitikern mit ihrem Parteibuch. Die sagen, das geht so nicht, das wollen wir nicht. Da verzichten wir lieber auf andere Dinge. Am schönsten formuliert hat es der CDU-Fraktionsvorsitzende René fürs Protokoll, der schreibt sich R-E-N-E, wieder René, aber noch ein E dahinter, Exner, der gesagt hat, ich zitiere, wir stehen am Scheideweg unserer Politik. Auch das würde ich jetzt wiederum nicht ganz so hoch aufhängen, aber meine sehr verehrten Damen und Herren, machen wir doch einfach das,
was vernünftig ist, nämlich denjenigen, die vor Ort die Entscheidungskompetenz haben und den Überblick haben, auch das zu geben, was sie brauchen, nämlich das Sagen, ich mache es oder wir machen es nicht. Jetzt bin ich auf dem Weg hierher, wieder konfrontiert worden, auch draußen mit der Frage, wie soll denn das finanziert werden? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die erste Antwort ist, der Staatsgerichtshof sagt, dass die Kommunen bedarfsgerecht ausgestattet werden müssen, also möglicherweise eine Teilmenge KFA. Meine sehr verehrten Damen und Herren, man könnte auch auf die Idee kommen, da reden wir ja morgen früh drüber. Die Hessenkasse ist ja vollkommen überfinanziert, wie wir jetzt wissen, wie der Städtetag uns noch einmal ausdrücklich vorgerechnet hat. Also die paar Millionchen zu den 1,3 Milliarden, die Sie an Überfinanzierung der Hessenkasse haben, das ist eine Quantité negligible. Oder ein Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank hat mal etwas anderes dazu gesagt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir können uns gerne über die Finanzierung auch noch unterhalten. Aber hier ist eine systematische Frage. Es kann nicht richtig sein, dass eine ältere Dame, die ein größeres Grundstück an einer Straße hat, die renoviert worden ist, die grundständig renoviert worden ist, jetzt mit einem Bescheid von 30.000 und einmal von 35.000 € konfrontiert wird. Die hat kein Geld, die kann das nicht bezahlen, die müsste ihr Haus verkaufen. Wollen wir das wirklich? Wir Liberale wollen es nicht. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Hahn. Den linken Gesetzentwurf bringt Herr Schaus ein. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Nachdem zahlreiche Initiativen in Städten, die gegen ihren Willen vor der Kommunalaufsicht gezwungen wurden, Straßenbeiträge von ihren Bürgern zu erheben, aktiv geworden sind, kommt endlich Bewegung in dieses Thema. Selbst Ministerpräsident Bouffier und die CDU können nun dieses Problem nicht länger ignorieren. DIE LINKE hat deshalb einen eigenen Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht, in dem wir die gänzliche Streichung von Straßenbeiträgen im Kommunalabgabengesetz fordern. Damit gehen wir damit, Herr Boddenberg, warten Sie mal ab, was ich dazu sage. DIE LINKE hat deshalb einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht, indem die Streichung der gesetzlichen Streichung von Straßenbeiträgen fordern. Damit gehen wir auch weit über die im FDP-Gesetzentwurf geforderte kleine Änderung der soll in eine Kann-Bestimmung hinaus. Ich begrüße die auf der Tribüne sitzenden Vertreterinnen und Vertreter mehrerer Bürgerinitiativen sowie die Vertreter der landesweiten Arbeitsgemeinschaft Straßenbeitragsfreies Hessen ganz herzlich. Die Einführung der wiederkehrenden Straßenbeiträge im Jahre 2013 und die daraus resultierenden kommunalen Satzungen in zahlreichen Städten und Gemeinden Hessens haben vielerorts zu erheblichen Beiträgen von betroffenen Einwohnerinnen und Einwohnern geführt. Durch die Einführung des § 11a in das Kommunalabgabengesetz wurde zudem die bis dahin eher wenig gebräuchliche Erhebung von Straßenbeiträgen für die Kommunen noch erleichtert. Der seinerzeitige Glaube, durch geringere wiederkehrende Beiträge eine größere Akzeptanz bei den Betroffenen zu erhalten, erwies sich jedoch als Trugschluss. Vielerorts entstehen Bürgerinitiativen, die sich zu Recht gegen die in ihren Kommunen entstehenden Straßenbeitragssatzungen zur Wehr setzen. Auch bei den kommunalen Entscheidungsträgern hat sich inzwischen Ernüchterung breit gemacht, da sie unter dem Druck ausgeglichener Haushalte oder bei sogenannten Entschuldungsprogrammen wie dem kommunalen Schutzschirm von der Kommunalaufsicht zum Erlass solcher Satzungen gezwungen werden. Es ist ein Unding, dass Bürgerinnen und Bürger, die bereits bei der Erstellung der Straßen vor ihrem Haus erhebliche Erschließungskosten gezahlt haben, nun zusätzlich auch noch die grundlegende Sanierung dieser schon bezahlten Straße erneut herangezogen werden sollen. Der Gipfel der Unverschämtheit
liegt allerdings in einem Erlass der Landesregierung vom 3. März 2014, wonach die Haushalte von defizitären Städten und Gemeinden, die keine Straßenbeiträge erheben, grundsätzlich nicht genehmigungsfähig seien. Mit diesem Verhalten greift die Landesregierung direkt und massiv in die kommunale Selbstverwaltung ein. Hier wird nun klar, dass die im Dezember 2012 mehrheitlich beschlossene Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen nichts anderes war als die Schaffung einer zusätzlichen regelmäßigen Einnahmequelle für die Kommunen, meine Damen und Herren. Wie anders wäre es sonst zu erklären, dass mittlerweile mehrere Städte gegen ihren Willen gezwungen werden, Straßenbeitragssatzungen zu erheben. Ein besonderer Lob gilt daher Städten wie Schlitz und Rüsselsheim, die sich nach wie vor beharrlich weigern, ihren Bürgerinnen und Bürgern diese zusätzlichen Lasten aufzubürden, während andere Städte wie Mörfelden-Walldorf dem Druck der Kommunalaufsicht zähneknirschend nachgeben. Mit der Einführung wiederkehrender Straßenbeiträge in Hessen zum 1. Januar 2013 wurde die bis dahin bestehende Regelung des § 11 KG um ein Wahlrecht, wie gesagt, erweitert, das es den Städten und Gemeinden ermöglicht, die Kosten auch über diese regelmäßig wiederkehrenden Beiträge abzurechnen. Heute, 5 Jahre später, können wir feststellen, dass die Einführung des Wahlrechts nicht zu einer Verbesserung der Situation geführt hat, sondern im Gegenteil für mehr soziale Ungerechtigkeit sorgt. Wir haben Ihnen daher heute einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die Straßenbeiträge komplett aus dem Kommunalabgabengesetz streicht und zudem den § 93 der Hessischen Gemeindeordnung einen Passus einführt, der die Straßenbeiträge grundsätzlich für unzulässig erklärt. Mit unserer Forderung nach gänzlicher Abschaffung der Straßenbeiträge stehen wir auch nicht alleine. Wie gesagt, zahlreiche Bürgerinitiativen, die sich Land auf Land ab, sei es z.B. in Niederaula, in Linden, in Hanau, in Schlitz, in Mörfelden-Walldorf, in Wetzlar, Münchholzhausen, Rüsselsheim oder auch in Maintal gegründet haben, fordern schon seit Längerem die Abschaffung, so wie in anderen Bundesländern geschehen, Herr Boddenberg. Und jetzt hören Sie einmal gut zu. In Bayern sollen die Straßenbeiträge fallen, und in Berlin und in Hamburg wurden die Straßenbeiträge wieder abgeschafft. In Baden-Württemberg gibt es dafür sogar gar kein Gesetz. So. Aus Berlin, Herr Boddenberg, liegt mir ein Flyer der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus vor. Ich habe den hier. Ja. Auf dem unter anderem zu lesen steht, dass Straßenbeiträge reine Abzocke seien und der Staat selbst für seine eigene Infrastruktur sorgen müsse. Wörtlich heißt es darin, auf Druck der Berliner CDU-Fraktion wird das Straßenausbaubeitragsgesetz wieder abgeschafft. Und weiter heißt es dort, mit der Abschaffung des Straßenausbaubeitragsgesetzes gibt es nun wieder klare Verhältnisse. Der Staat sorgt eigenständig für seine Infrastruktur. Für seine Infrastruktur. Das Gesetz stellt einen untauglichen Versuch dar, die Unterhaltung der Pflege der örtlichen Straßen zu weiten Teilen auf die Gruppe der Eigenheim- und Grundstücksbesitzer abzuwälzen. Damit ist nun Schluss. Zitat Ende. Darüber hinaus befindet sich auf der Rückseite auch ein Musterbrief, mit dem die Rückzahlung der schon gezahlten Straßenbeiträge beantragt werden kann. So viel Bürgerservice, so viel fortschrittliches Denken, das könnte doch auch einmal die CDU-Fraktion in Hessen sein und sich daran ein Beispiel nehmen, meine Damen und Herren. Die wiederkehrenden Straßenbeiträge wurden 2013 unter anderem mit der Begründung eingefügt, dass man den hessischen Kommunen eine bürgerfreundlichere Option an die Hand geben wollte, als dies mit der alten und alleinigen Möglichkeit einmaliger Straßenbeiträge bis dahin vorgesehen war. Die meisten Kommunen verzichteten allerdings zuvor auf die Erhebung
und begannen erst dann mit entsprechenden Straßenbeitragssatzungen vor Ort Straßenbeiträge einzubeziehen. Dass es hierbei einzig und allein darum ging, den Kommunen durch die neue Sollvorschrift mehr Druck auf Städte und Gemeinden ausüben zu können, ihr Haushaltsdefizit auszugleichen, und dass dies dann auch noch über die Kommunalaufsicht erzwungen werden soll, hat damals niemand gesagt in der Diskussion. Niemand. Auch wenn es grundsätzlich zu begrüßen ist, dass auch die FDP von ihrer damaligen Position abrückt. Denn auch Sie, Herr Hahn, hatten ja der Gesetzesverschärfung zugestimmt, deren Rücknahme Sie heute fordern. So bleibt Ihre Kehrtwendung dennoch halbherzig. Halbherzig. Denn Sie wollen es ja weiterhin den Kommunen ermöglichen, durch eigene Entscheidung Straßenbeiträge zu erheben. Nur der Druck auf der Kommunalaufsicht soll reduziert werden. Das ist uns aber viel zu wenig. Denn der Rentnerin, die eine kleine Rente hat und für ihr Häuschen dann auf einmal 5.000 oder 10.000 Euro. So, also wenn Sie sich beschweren, dass ich so laut bin, dann müssen Sie einfach ein bisschen leiser sein, Herr Pentz. Ne? So einfach ist das. So, also. Denn die Rentnerin, die eine kleine Rente hat und für ihr Häuschen dann auf einmal 5.000, 10.000 oder mehr Euro auf den Tisch der Kommune blättern soll, ist es doch gleich, ob ihr Gesetz eine Soll- oder eine Kann-Vorschrift besteht. Sie wird Schwierigkeiten haben, das Geld so oder so zusammenzubekommen. Und darum geht es, meine Damen und Herren. Die von Ihnen in Ihrem Entwurf, also von der FDP, vorgelegten Änderungen zu einer Kann-Regelung und der Feststellung in § 93 HGO, dass es keinen Rechtszwang für Straßenbeiträge geben darf, hilft doch nur den Kommunen, die auch ohne Straßenbeiträge einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können oder nicht unter dem kommunalen Schutzschirm stehen. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass die Kommunalaufsicht verschuldeten Kommunen mit negativen Haushaltsergebnissen ernsthaft die Abschaffung ihrer Straßenbeitragssatzung und damit die Verringerung der eigenen Einlassen zulassen werde. Nein, der Gesetzentwurf der FDP ist und bleibt halbherzig und wird kaum zu einer Änderung führen. Lassen Sie mich zum Schluss Folgendes feststellen. Herr Schaus, bitte. Letzter Satz, Herr Präsident. Da weder der Ministerpräsident Bouffier noch die CDU bisher ein Konzept vorgelegt haben, empfehle ich einfach, Herr Beleno, unserem Gesetzentwurf zuzustimmen, diesmal aus inhaltlicher Überzeugung und nicht aus Versehen. Vielen Dank. Danke, Herr Schaus. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Bauer zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sie kennen alle den Sinnspruch, der Kopf ist rund, damit das Denken auch einmal die Richtung ändern kann. Ja, so sinngemäß. Das will ich jedem zugestehen, dass man auch einmal neu denken kann, anders denken kann und auch sich sozusagen neu positioniert. Aber es ist schon eine kleine Verwunderung, dass das Denken so 180 Grad eine Wende hat, wie das der Kollege eben von der FDP vorgetragen hat. Denn die FDP hat ja sowohl die aktuelle Regelung mit beschlossen, wie auch die entsprechende Verschärfung. Sie haben mit uns damals gemeinsam die wiederkehrenden Straßenbeiträge eingeführt. Und damals hat Kollege Blechschmidt in der Debatte gesagt, er war ganz stolz, und ich darf ihn zitieren, wir können heute feststellen, dass wir diese Diskussion mit einem Gesetzentwurf beenden, der bürgerfreundlich ist und den Kommunen mehr Handlungsspielraum gibt. Und da hat er recht. Da hat er vollkommen recht, denn wir haben den Kommunen mit diesem Gesetz mehr Handlungsspielraum gegeben, und es ist eine gute Entscheidung damals gewesen. Und was Sie heute vorlegen, löst das Problem einfach nicht. Das sage nicht nur ich, das sagt auch die Bürgerinitiative, die den FDP-Vorschlag einfach zurückweist, denn die Änderung von Soll nach Kann ist in der Tat nur ein Placebo, mit dem nichts besser wird. Und wenn ich mir den Vorschlag der LINKEN anschaue, dann muss ich mich schon auch beim Denken dermaßen anstrengen, wie eine SED-Nachfolgepartei sich hier, na, muss man schon mal sagen, mit ihrem Vorschlag zur Straßenfinanzierung und zur Straßenunterhaltung
dann muss ich mir die Augen reiben. Wenn ich den Straßenzustand nach der Wende im Osten mir anschaue, dann sind Sie wahrlich kein Vorbild dafür, wie man mit Infrastruktur umgeht, meine Damen und Herren. Natürlich muss man mit offenen Augen durchs Land gehen, und wir hören natürlich auch, was die Menschen bewegt, und denken über Möglichkeiten nach, die Probleme, die benannt werden, zu lösen. Aber das sind ernsthafte Probleme, das ist keine leichte Kost, die entsprechende Abgaben- und Gebührenordnung. Und wir haben Beratungsbedarf, und wir suchen nach einer Lösung, die den Menschen gerecht wird. Und eins sage ich, so einfach, wie Sie sich das vorstellen von den LINKEN und von der FDP, da geht es einfach nicht. So einfach kann man keine Gesetze machen. Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass man grundsätzlich Straßenbeiträge erheben darf. Das ist höchstrichterlich entschieden. Das ist zulässig. Und in allen Flächenländern außer Baden-Württemberg werden Straßenbeiträge erhoben. Und dass Berlin und Hamburg eine Ausnahme sind, ist doch völlig klar, weil die Infrastruktur der Kommune deckungsgleich ist mit der Infrastruktur des Landes. Also von daher haben Sie eine Möglichkeit, das Ganze zu verschränken. Und deshalb konnten die relativ leicht auch die entsprechende Satzung aufheben. Wir haben die entsprechenden Vorschriften, dass die Gemeinden und die Städte zum Erhalt ihrer eigenen Infrastruktur, ihrer eigenen Werte entsprechende Beiträge erheben müssen. Und die Zuständigkeit von Städten und Gemeinden für den Erhalt ihrer Infrastruktur ist eben Teil der kommunalen Selbstverwaltung. Und die Kommunen haben hierfür bereits jetzt schon verschiedene Möglichkeiten. In Hessen haben 426 Kommunen derzeit die Frage zu beantworten, welche Art der Finanzierung ihrer Straßen und Wege sie einschreiten wollen. 389 haben bereits eine Straßenbeitragssatzung erlassen. 365 davon erheben Beiträge als einmalige Gebühr, und etwa über 30 Kommunen machen das als wiederkehrende Straßenbeiträge. Meine Damen und Herren, es gibt aber noch einen weiteren Weg. Wir haben nämlich drei Wege. Nach dem Gemeindehaushaltsrecht in Hessen ist es erforderlich, dass Kommunen, die einen nicht ausgeglichenen Haushalt haben, die notwendigen Beiträge erheben und entsprechende Straßenbeitragssatzungen erlassen. Aber, meine Damen und Herren, die Zahl der Kommunen, die keinen ausgeglichenen Haushalt haben, ist mittlerweile verschwindend gering. Mittlerweile können wir stolz darauf verweisen, dass über 95 % der Kommunen ausgeglichene Haushalte haben. Das ist eine Erfolgsbilanz, weil wir die Kommunen entschuldet haben. Wir haben sie gestärkt. Wir werden jetzt die Kassenkredite ablösen. Wir haben den entsprechenden Schutzschirm. Wir haben Kippmittel. Wir haben Hessenkasse. Es gibt kaum noch Kommunen, die nicht aus eigener Kraft einen ausgeglichenen Haushalt haben können. Das ist eine Erfolgsbilanz. Und auch der kommunale Finanzausgleich mit über 5 Milliarden € sorgt dafür, dass die Kommunen durchaus in der Lage sind, die Infrastruktur zu finanzieren. Es gibt drei Wege. Der erste Weg sind die einmaligen Beiträge. Hier wird ein Teil der Kosten, und ich erwähne auch extra einen Teil der Kosten, direkt auf die betroffenen Grundstückseigentümer umgelegt, mit einem einmaligen Betrag. Und in der Tat sind hier die Kosten sehr hoch. Das können erschreckenderweise bis zu fünfstellige Beträge sein. Die Kommunen haben aber allerdings auch hier schon jetzt die Möglichkeit, in diesen Fällen unbillige Härten zu vermeiden, indem sie Zahlungen stunden oder, wenn ein Interesse besteht, auch Ratenzahlungen zu vereinbaren. Welchen Anteil an den Gesamtkosten auf die Bürger umgelegt wird, entscheidet man auch vor Ort. Es werden, wie gesagt, nur anteilig umgelegt gemacht, der Anliegerverkehr mit 75 %, innerörtlicher Durchgangsverkehr mit 50 %. Und wenn es überwiegend im Durchgangsverkehr überörtlich erfolgt, werden nur 25 % der Kosten umgelegt. Alles andere wird bei diesem Modell jetzt auch schon durch die Allgemeinheit, durch allgemeine Deckungsmittel gezahlt. Also von daher gibt es ein solches Mischsystem schon lange, als ich das jetzt hier aufgezeigt habe. Was wir 2013 ergänzt haben, sind wiederkehrende Straßenbeiträge, dass man entsprechende Abrechnungsgebiete definiert, über die man dann über mehrere Jahre Beiträge erhebt. Das ist eine Erleichterung, eine Solidarisierung der Kosten, eine durchaus gute Möglichkeit, dass man diese Kosten auf mehrere Personen verteilt. Dadurch werden die Beiträge höchstens im dreistelligen Bereich anfallen. Das ist ein guter Weg. Ich kann mir nicht erklären, warum so wenige Kommunen davon Gebrauch gemacht haben. Aber das ist eine kommunale Entscheidung. Warum haben nur 30 Kommunen das getan? Der Weg steht offen, dass man ein Bauprogramm auflegt, das man über mehrere Jahre abrechnet. Meine Damen und Herren, der Übergang ist zwar etwas komplex, aber es gibt Möglichkeiten, diesen Weg zu gehen, damit man hier die Bürger entlastet mit geringfügigen Beiträgen. Das ist eine Möglichkeit und ein Weg, den man jetzt schon machen kann. Wir brauchen hier keine Änderung, meine Damen und Herren. Und der dritte Weg, der hier zu kurz kam, es steht den Kommunen jetzt schon frei, ihren Haushalt, wenn er ausgeglichen ist, durch Erhöhung von Grundsteuern auch so auszugestalten, dass man keine Straßenbeitragssatzung erheben muss. Das ist jetzt schon möglich. Wenn Sie im Haben wirtschaften, dann können Sie auf eine Erhebung von Straßenbeiträgen schlicht und einfach verzichten. Das ist die Wahrheit. Und ich habe deutlich gemacht, dass die Kommunen das jetzt schon leisten können. Aber bedenken Sie doch jetzt schon,
Wenn Sie das über Grundsteuern erheben, wer zahlt denn am Ende die Rechnung? Sie wissen selbst, dass man Beiträge im Gegensatz zu Grundsteuern nicht umlegen darf. Wenn Sie das Ganze über Steuern erheben, dann wird ganz schnell die Finanzierung der entsprechenden Straßenbeiträge von den Eigentümern auf die Mieter weitergegeben. Das ist ein Problem, was man zumindest einmal mitbedenken soll an dieser Stelle, sei es erwähnt. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen deutlich machen, das ist eine komplizierte Materie. Wir haben drei Wege. Wir haben die Möglichkeit, jetzt schon nach eigenem Gutdünken das zu finanzieren über den Haushalt, wenn die Kommune im Guthaben ist. Wir haben die einmaligen Straßenbeiträge. Wir haben wiederkehrende Straßenbeiträge. Ich denke, das ist ein großer kommunaler Handlungsspielraum, der jetzt schon da ist. Aber trotzdem, wir sehen individuelle Härten, und wir suchen auch nach sinnvollen, rechtssicheren Möglichkeiten, um den Problemen gerecht zu werden. Und wir denken das Ganze aber auch an dieser Stelle mal zu Ende. Was wäre denn bei einem Systemwechsel die Folge? Wie soll denn ein Übergang aussehen? Wie soll denn mit Menschen umgegangen werden, die in den letzten Jahren Beiträge gezahlt haben? Bis wann sollen die denn zurückerstattet werden? Und wie soll das passieren? Wie soll das eigentlich rechtlich ausgestaltet werden? Das sind alles sehr komplexe Fragen, die wir entsprechend erst einmal in Ruhe beraten und seriös erörtern müssen. Und deshalb sage ich Ihnen für die CDU-Fraktion, wir wollen und wir werden dieses Thema angehen, aber seriös. Und wir werden deshalb die gesetzliche Lage im Rahmen der Anhörung des Gesetzes prüfen und werden dabei verschiedene Sichtweisen auf den Prüfstand stellen. Gerade im Diskurs auch mit den Kommunalen Spitzenverbänden werden die ein oder anderen Lösungsvorschläge sicher zur Sprache kommen. Aber, ich wiederhole mich, so einfach, wie das FDP und LINKE hier in Vorwahlstimmung vorgaukeln wollen, ist es leider nicht, meine Damen und Herren. Wir sind offen als Union für konstruktive Vorschläge, welche die kommunale Selbstverwaltung stärkt, welche die Erhalt und die Finanzierbarkeit der kommunalen Infrastruktur in den Blick nimmt, aber auch dafür sorgt, dass die Errungenschaft nachhaltigen Wirtschaftens mit ausgeglichenen Haushalten nicht aus den Augen verliert. Meine Damen und Herren, ich denke, ich habe Ihnen aufgezeigt, dass wir nicht beratungsresistent sind. Ich habe eingangs gesagt, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Das gilt auch für die Union. Aber wir sollen nicht so tun, als wäre Land auf Land ab die Situation derart konfus und verworren, dass die Straßenbeitragserhebung, wie sie jetzt praktiziert wird, nicht anwendbar ist. Es gibt über 390 Kommunen, die damit gut zurechtkommen. Es gibt 30 Kommunen, die wiederkehrende Straßenbeiträge haben. Die Problemfälle, denen werden wir uns annehmen. Denn in der Tat ist es nicht hinnehmbar, dass teilweise durch große Grundstückszuschnitte solch horrende Beiträge entstehen im Einzelfall. Aber ich habe Ihnen aufgezeigt, es gibt Alternativen. Und wir werden uns Gedanken machen darüber, wie das lösbar ist, damit solche unbilligen Härten in Zukunft nicht entstehen. Wir brauchen eine gute Lösung für die Menschen. Und dazu brauchen wir Zeit und entsprechende Beratung. Und da bitte ich um Verständnis, dass wir das Ganze erst einmal im Ausschuss thematisieren wollen. Besten Dank. Danke, Herr Bauer. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Rudolph zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach der Rede des Kollegen Bauer in Hessen ist die kommunale Welt in Ordnung. Wieso 6 Milliarden Kassenkredite bei 426 Städten und Gemeinden und 21 Landkreisen entstanden sind, weiß kein Mensch, weil die Kommunen wahrscheinlich das Geld zum Fenster rauskommen. Wo leben Sie eigentlich, Herr Kollege Bauer, in einer CDU-Welt, die es augenscheinlich nicht gibt? 6 Milliarden Euro Kassenkredite. Und deswegen, meine Damen und Herren, ja, das Thema Straßenausbaubeiträge ist ein Thema, derjenige, der kommunalpolitisch in einer Stadt, Gemeinde Verantwortung trägt, weil Sie sagen, da gäbe es keinen großen Handlungsdruck. Und warum das nicht alle Kommunen machen? Na ja, wenn Sie so eine Straßenbeitragssatzung verabschieden, erstens ist der Verwaltungsaufwand sehr groß, und zweitens ist die Freude bei den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie zur Zahlung solcher Beiträge herangezogen werden, eher übersichtlich. Also, dass das ein Freudengewinn für Kommunalpolitiker, die ehrenamtlich tätig sind, kann ich ausdrücklich nicht bestätigen. Und deswegen kann ich auch Kommunen verstehen, wenn sie sagen, wir müssen das irgendwie anders regeln, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben bei der letzten Regelung gegen Ihren Vorschlag gestellt. Und jetzt kann man natürlich immer sagen, die FDP war einmal in der Regierung, deswegen darf sie jetzt keine andere Position haben. Na ja, der Kopf ist bekanntermaßen rund, damit er beim Denken hin und wieder mal die Richtung ändern kann. Das würde ich keinen im Haus hier vorwerfen. Das sollten wir, das gilt für uns alle. Das, also, sonst, ja, da bin ich nicht so optimistisch, Herr Kollege Hahn, weil ne, einmal Meinung, immer recht. Das haben wir ja eben wieder gehört. Und deswegen hat sich das Thema natürlich in den letzten Jahren verschärft.
Da gibt es Kommunen und Städte wie Linden, wie Maintal, wie Hohenroda, wie Rüsselsheim, wie Felden, Waldorf und viele andere, könnten wir aufführen. Warum? Die Kommunen sind gezwungen. Und sie werden nach der derzeitigen Rechtslage durch die Kommunalaufsicht gezwungen, wenn der Haushalt defizitär ist und der Anteil der Kommunen, die defizitäre Haushalte haben, ist gestiegen, Straßenbeitragssatzung einzuführen. Das ist genau der Punkt, den halten wir für falsch. Und deswegen darf es. Und deswegen kann es nicht sein, wie jetzt in Wetzlar Einzelfälle, aber sie gibt es, dass Anwohner bis zu 60.000 € Beiträge zahlen müssen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist, wenn Sie große Grundstücke haben, Pech haben, von zwei Seiten noch erschlossen werden, fünfstellige Beträge. Und das kann nicht sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen gibt es Handlungsdruck. Und, meine Damen und Herren, das hat etwas mit der kommunalen und Finanzausstattung der Städte und Gemeinden zu tun. Für uns sind auch Gemeindestraßen, um die geht es hier nur an der Stelle, auch Teil der Daseinsvorsorge. Und deswegen müssen Kommunen in die Lage versetzt werden, diese Aufgaben zu erfüllen, sowie die Wasser- und Abwasservorsorge. Das gehört zwingend zusammen. Und Sie machen es sich von der CDU relativ einfach, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und nun gibt es einen Gesetzentwurf der FDP, der sagt, die Sollvorschrift soll in eine Kannvorschrift umgewandelt werden. Nun wissen das die Juristinnen und Juristen in diesem Haus besser. Soll heißt in dem Fall muss. Kann ist deutlich niedriger angesiedelt. Und deswegen ist das ein Schritt schon einmal in die richtige Richtung. Das will ich sehr deutlich sagen. Und was wir nicht wollen als SPD-Fraktion und was wir auch nicht in Regierungsverantwortung wollen, ist, wenn ein Haushalt defizitär ist, dass Kommunen trotzdem gezwungen werden, Straßenbeitragssatzungen zu erheben. Das ist ein zentraler Unterschied. Es darf keine Zwangserhebung geben. Weil das schränkt natürlich die Möglichkeiten vor Ort ein. Wie passiert das in anderen Ländern? Placebo, eben schon gehört, wäre der FDP-Gesetzentwurf. Linke geht jetzt an der Stelle weiter. Ja, es gibt ein Land wie Baden-Württemberg. Dort wird das zum Teil über offensichtlich Regionalisierungsmittel finanziert. Ja, das Land steht in Verantwortung. Das wissen wir. Aber das Land steht natürlich nicht allein in Verantwortung. Auch das wissen wir, weil die Steuermittel sind natürlich endlich insgesamt. Wir haben weitere Aufgaben, wie die etwa der Kinderbetreuung zu führen. Ach, wissen Sie, Herr Boddenberg, Sie haben ja, glaube ich, kein Mandat in der Stadtverordnetenversammlung. Deswegen, aber das war nur bemerkenswerter Satz, den habe ich so nicht erwartet. Das ist ja Ihr Problem. Aber, meine Damen und Herren, wissen Sie, Herr Boddenberg, wir stehen schon zur kommunalen Verantwortung des Landes. Umgekehrt wissen wir auch, dass die Kommunen sich auf das Land verlassen können müssen. Dafür haben wir eine zu breite Basis bei Landräten, bei Oberbürgermeistern und Bürgermeistern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da ist schon kommunalpolitischer Sachverstand vorhanden. Und deswegen sind wir sehr dafür, und deswegen wird es ja auch die Anhörung zu beiden Gesetzentwürfen geben, dass wir diese Thematik in aller Ruhe im Ausschuss besprechen. Aber wir sehen Handlungsbedarf auch noch in dieser Wahlperiode. Und dann muss man zusammen mit der kommunalen Familie reden und Regelungen treffen. Wie kann das finanziert werden? Soll das ausschließlich mit Landesmitteln gehen? Das wird möglicherweise eher schwierig. Aber es gibt auch eine Verantwortung vor Ort. Ach, wissen Sie, Herr Wagner, weil Sie so schön dazwischenrufen, bis vor ein paar Wochen haben Sie gesagt, gebührenfreie Kita sei kein Thema. Und jetzt machen Sie, je näher der Wahltermin kommt, einen Rückzieher nach dem anderen. Einen Rückzieher nach dem anderen. Und deswegen, wissen Sie, brauchen wir an der Stelle keine Belehrung von Ihnen. Und dann wird man sehen müssen, wie das zu finanzieren ist. Wie das zu finanzieren ist. Bitte schön, Herr Kollege Wagner. Herr Präsident. Danke, Herr Rudolph, dass Sie mir auch noch eine Rolle zuweisen. Aber Sie akzeptieren offensichtlich die Nachfrage von Herrn Wagner. Herr Wagner, drücken Sie mal einen Knopf. Vielleicht kann Herr Günther das noch machen. Kommt mal schnell, Herr Günther kann beides. Doch die Frage. Herr Kollege Rudolph, habe ich es richttig verstanden, dass die SPD-Fraktion in diesem Hause nicht der Auffassung ist, dass das Land die Kosten übernehmen soll, die derzeit bei den Kommunen liegen? So, Herr Rudolph, ich erteile Ihnen jetzt wieder das Wort. Sie sind zu gütig zu mir, Herr Präsident, ich merke es mir.
Herr Kollege Wagner, genau das habe ich nicht gesagt. Es gibt eine Verantwortung sowohl des Landes, weil das Land Hessen ist auch nach der Verfassung zuständig für die Finanzausstattung der Städte und Gemeinden. Es gibt eine Verantwortung der Kommunen. Dies muss zusammengeführt werden, weil man muss auch aufpassen, dass es vor Ort nicht Begehrlichkeiten gibt. Wir bauen mal eine Straße aus, alles ganz wunderbar, Kosten spielen keine Rolle, und die Allgemeinheit soll es bezahlen. Deswegen brauchen wir einen vernünftigen Dialog Land und Kommunen, wie das zu finanzieren ist. Aber wir sehen ausdrücklich das Land auch in der finanziellen Verantwortung, dies mit zu finanzieren. Und nun hat der Ministerpräsident vor wenigen Tagen ja bei einer Veranstaltung in Linden hat er die rote Karte bekommen, wie in der Hessenschau zu sehen war, hat gesagt, ja, da ist ein Problem und wir müssen da irgendwie mal was lösen. Nun habe ich beim Kollegen Bauer genau zugehört. Da habe ich jetzt noch nicht so richtig die Lösung erkannt, was denn nun die CDU machen will. Weil ich sage Ihnen voraus, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch Vertreter der Bürgerinitiativen, der 28. Oktober, es wird irgendwas produziert werden. Und alles das, was man jetzt ablehnt, wird irgendwann möglicherweise, und wenn es partiell ist, noch gemacht werden. Ich bin allerdings nicht ganz sicher, ob es tatsächlich so ist. Der Kollege Holger Berlino, immerhin Geschäftsführer der CDU-Fraktion, laut Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 29.01. sagt, es spricht manches für die Beibehaltung der Vorgabe, wonach defizitäre Kommunen die Bürger bei der Straßenfinanzierung zur Kasse bitten müssen, um ihren Finanzhaushalt auszugleichen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sieht eher danach aus, dass die CDU diesen Zustand belassen will. Ja, das war Kollege Schmidt am 28. Januar. Ob es am 30. noch gilt, weiß ich nicht. Das ist mir gerade egal. Diese Position halten wir für falsch. Zwangsbeiträge gehören abgeschafft. Und deswegen lassen Sie uns, jetzt habe ich Sie zitiert, ist auch wieder nicht recht, aber so kenne ich Sie, meine Damen und Herren. Und jetzt reden wir über das Finanzvolumen, weil da durchaus auch Zahlen durch den Raum geistern. Wenn das Land sich beteiligen würde bei der Finanzierung dieser Straßenbeiträge, reden wir auch nach seriösen Schätzungen aus dem Städte- und Gemeindebund über eine Summe etwa von 70 bis 80 Millionen €. Weil das Geld, was in Straßen investiert wird, ist in aller Regel auch in Wasser- und Abwassermaßnahmen. Das ist richtig teuer, weil es richtig tief unter der Erde liegt. Wir reden also möglicherweise über eine Größenordnung von 80 Millionen €. Das, meine Damen und Herren, ist zu schultern, insgesamt vom Land und den Städten und Gemeinden. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, reden wir nicht über Hunderte von Millionen, sondern wir reden darum, wie können wir die Bürger nicht über Gebühr belasten für eine Aufgabe, die zur Daseinsvorsorge gehört. Und dass der Widerstand tagtäglich in den betroffenen Kommunen wächst, muss uns zu denken geben. Und deswegen ist die Positionierung der SPD klar. Abschaffung von Zwangsbeiträgen bei den Straßenbeitragssatzungen über die Ausgestaltung. Da würden wir gerne in einen vernünftigen Dialog mit den kommunalen Spitzenverbänden als Interessenvertreter der Städte und Gemeinden geben. Was wir nicht wollen, die bisherige Regelung hat sich eben nicht bewährt, eine verfehlte Finanzausstattung der Städte und Gemeinden auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger zu tragen. Das ist der falsche Weg. Die CDU will mit dem Kopf durch die Wand. Wir wollen das nicht. Vielen Dank. Danke, Herr Rudolph. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Frau Goldbach zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher! Der Grund für die Debatte heute ist, dass wir so viele Straßen grundhaft sanieren in Hessen wie schon lange nicht mehr. Auch Gemeindestraßen und Kreisstraßen, vor allem Gemeindestraßen. Und das führt eben dazu, dass auch Straßenbeiträge erhoben werden und mehr Straßenbeiträge erhoben werden. Ich möchte noch einmal ein paar Dinge klarstellen. Die Debatte war bis jetzt sehr emotional, aber ich glaube, gerade hier, lieber Herr Kollege Hahn, ich habe Ihnen aufmerksam zugehört. Ich brülle nicht dazwischen. Ich bitte Sie einfach darum, das jetzt auch zu hören. Erst einmal ein paar Dinge klarstellen. Das war jetzt emotional, aber ich glaube, wir müssen hier sehr sachlich an die
Geschichte rangehen, um uns weiterzubewegen oder vielleicht sogar Lösungen zu finden. Also, bei grundhafter Sanierung werden diese Beiträge erhoben. Herr Hahn sprach vorhin auch einmal die Pflege von Straßen eben nicht. Also, wenn nur die Straßendecke gemacht wird, ist das kein Grund zur Erhebung von Straßenbeiträgen. Wir reden über grundhafte Sanierung. Das ist meistens der Fall, wenn eben Kanäle zum Beispiel neu gebaut werden. Herr Rudolph hat es zutreffend dargestellt. So, wir haben auch schon gehört, wie viele hessische Kommunen welche Arten von Beitragssatzungen haben. Und jetzt müssen wir einmal zu grundsätzlichen Fragen kommen, nämlich wofür sind diese Straßenbeiträge? Sie sind zweckbestimmt zu verwenden, im Gegensatz zum Beispiel zur Grundsteuer. Die muss nicht für einen bestimmten Zweck verwendet werden, sondern allgemein zur Finanzierung der Aufgaben der Kommune. Wenn jetzt einmalige Beträge erhoben werden, Beiträge erhoben werden, beteiligt die Stadt oder die Gemeinde die Anlieger eben mit einem bestimmten Prozentsatz dieser Kosten, und der ist eben, haben wir auch schon gehört, noch einmal gestaffelt. Bei diesen wiederkehrenden Beiträgen, die wir erst seit 2013 haben, wird für ein Abrechnungsgebiet räumlich und sachlich zusammenhängend ein bestimmter Beitrag erhoben, ein regelmäßiger Beitrag über etwa 5 Jahre. Die jährlichen Beiträge liegen eben, und das ist der große Unterschied, zwischen 145 € und 250 € etwa von denen, die wir kennen. Wir haben auch schon gehört, dass die einmaligen Beträge mehrere Tausend Euro bis zu 20.000, vielleicht sogar etwas darüber, liegen können. Also, das ist ein gewaltiger Unterschied. Wiederkehrende, einmalige Beiträge in der Belastung für die Anlieger. Ich möchte noch einmal eines sagen, ganz klar. Die Frage nämlich, wann müssen Kommunen Straßenbeiträge erheben? Das ist nur dann der Fall, wenn sie anhaltend defizitäre Haushalte haben. Das war z.B. bei der Stadt Schlitzow, die vor dem Verwaltungsgerichtshof geklagt hat. Wir haben jetzt die Situation, 2010 haben 10 % aller hessischen Kommunen ausgeglichene Haushalte vorgelegt. 2017 waren es schon 94 %. Also, das zeigt ganz klar, diese große Masse, wie das schon teilweise dargestellt wurde, an Kommunen in Hessen, die defizitäre Haushalte haben und deshalb von ihrer Kommunalaufsicht dazu gezwungen würden, Straßenbeitragssatzungen zu erheben, das gibt es nicht. Das gibt es nicht mehr, weil die defizitären Haushalte gehen kontinuierlich zurück. Das sind nur noch ganz wenige. So. Aber was wir sehen, die Belastungen der Anlieger sind sehr unterschiedlich. Es hängt eben davon ab, ob meine Gemeinde eine Satzung beschlossen hat oder nicht. Dann hängt es davon ab, ob ich ein Grundstück habe, das größer ist oder kleiner, wie das Grundstück noch bebaut ist. Und wir haben eine Situation, dass die Belastungen der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger im ländlichen Raum eher höher sind. Denn dort gibt es eben noch große Grundstücke, Eigentümer von großen Grundstücken. Das sind oft alte Höfe zum Beispiel, die diese Leute einfach schon immer in der Familie haben und geerbt haben. Und das ist eben das Problem, dass das nämlich erst einmal nichts mit der Leistungsfähigkeit dieser Anlieger zu tun hat. Also die Grundstücksgröße hat erst einmal nichts mit der finanziellen Leistungsfähigkeit zu tun. Und daraus resultiert dieses Ungerechtigkeitsempfinden. Und das nehmen wir ernst. Ich habe mich auch mit Vertreterinnen und Vertretern der Bürgerinitiativen gegen Straßenbeiträge zusammengesetzt und habe mir das angehört. Und ich habe ihnen zugesagt, dass wir hier in Wiesbaden über diese Problematik reden werden. Und das tun wir jetzt. Allerdings werden wir heute kein Ergebnis dazu finden, sondern ich bin der Meinung, das sollten wir sorgfältig tun. Wir sollten die Anhörung abwarten und alles prüfen, was möglich ist. Jetzt kurz zur FDP und ihrem Gesetzentwurf. Sie schlagen einfach vor, die Sollvorschrift wieder in eine Kannvorschrift zu verwandeln. Das würde kurzfristig an der Situation in den Gemeinden erst einmal überhaupt nichts ändern, weil die haben ihre Straßenbeitragssatzung und werden jetzt sicherlich nicht alle diese Einnahmemöglichkeit abschaffen, weil die FDP gesagt hat, ihr könnt jetzt statt ihr sollt. Und das hilft auch erst einmal nicht den Bürgerinnen und Bürgern, den Anliegern, deren Beiträge bereits festgesetzt sind und rechtskräftig sind. Es ist eher ein hasenfüßiger Versuch, aber zur Ehrenrettung sei gesagt, dass es ja auch nicht leicht ist, eine gesetzliche Regelung zu kritisieren und zu verändern, die man selbst einmal geschaffen hat. Denn damals haben FDP und CDU diese Regelung geschaffen. Die anderen Parteien haben sich alle enthalten bei der Abstimmung.
Herr Blechschnitt ist schon zitiert worden aus seiner damaligen Rede, deswegen spare ich mir das jetzt. So, heute aber 5 Jahre nach der Einführung der Möglichkeit der wiederkehrenden Straßenbeiträge wissen wir, dass das nicht zur erhofften Änderungswelle geführt hat, sondern es sind eben nur etwa 7% der hessischen Kommunen, die das gemacht haben. Wir halten das für die gerechtere, bessere Lösung, aber es haben eben nur sehr wenige Kommunen gemacht. So. Jetzt kommen wir mal zur LINKEN. DIE LINKE will gar verbieten, Straßenbeiträge zu erheben. Sie sagt ganz einfach, wir nehmen den Kommunen auch ein Satzungsrecht, und das Land soll das mal eben bezahlen. Und dabei gelte es, ein paar Fragen erst einmal zu beantworten, und die lassen Sie alle vollkommen unbeantwortet, sogar unberührt. Nämlich, soll der Erhalt, die Sanierung und die grundhafte Erneuerung eine kommunale Aufgabe überhaupt bleiben? Was ist mit den bereits abgerechneten festgesetzten Gebühren? Was ist mit bereits abgewickelten Bauvorhaben und rechtskräftig ergangenen Rechnungsbescheiden? Die können nicht rückabgewickelt werden. Woher soll bitte im Landeshaushalt das Geld für die Gemeindestraßen kommen? Wie soll mit dem kommunalen Selbstbestimmungsrecht umgegangen werden? Es ist ureigene Sache der Kommunen, über Maßnahmen und die Finanzierung in diesem Bereich zu entscheiden. Und Sie wollen das Satzungsrecht einfach abschaffen. Was Sie hier einbringen, hat mit verantwortungsvoller Gesetzgebung überhaupt nichts zu tun. Das ist ein populistischer Gesetzentwurf, der eine ganz einfache Antwort geben will. Aber das ist genau das Problem in der Politik heutzutage. Wir leben in einer komplexen Welt, und wir haben auch hier eine komplexe Fragestellung. Und darauf kann man nicht einfach so eine einfache Antwort geben, um sich damit irgendwie beliebt zu machen. So funktioniert es nicht. Ich freue mich sehr über die Ausführung des Kollegen Rudolph, der gesagt hat, Geld ist endlich. So ist es. Und der auch klar die Verantwortung der Kommunen sieht und deswegen auch an einer Lösung mitarbeiten will. Wir werden den Antrag der LINKEN und den der FDP uns angucken. Und wir werden vor allem sehr aufmerksam in der Anhörung, die wir im Ausschuss haben werden, die Stellungnahmen der Kommunalen Spitzenverbände, der Kommunalen Vertreter uns anhören. Und wir werden im Kontakt mit den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern, die sich zu einer Initiative zusammengeschlossen hat, bleiben. Und wir werden dann z.B. folgende Fragen klären. Eine Straßenbeitragssatzung geht ja erst einmal davon aus, dass den Anliegern ein wirtschaftlicher Vorteil zugutekommt. Deswegen können sie auch zur Finanzierung herangezogen werden. Aber alle anderen Nutzerinnen und Nutzer, also die die Straßen befahren, haben ja auch einen Vorteil davon. Also es sind diese grundlegenden Fragen, gelten die eigentlich noch, oder wollen wir da eine andere Bewertung vornehmen? Alternativ ließen sich ja auch die Grundsteuerhebesätze erhöhen. Dann würde man von etwas ganz anderem ausgehen, nämlich dass die Straßen kommunale Infrastruktur sind und dass diese von der gesamten Bürgerschaft zu tragen sind. Dass das nichts damit zu tun hat, dass es eine Werterhöhung für das Grundstück gäbe. Ich sage das bewusst alles im Konjunktiv. Das müssen wir dann gemeinsam überlegen und diskutieren. Eine weitere Überlegung wäre, ob die Kommunen mit defizitären Haushalten über andere Maßnahmen ihren Haushaltsausgleich schaffen. Diese Möglichkeit haben Sie im Übrigen auch heute schon. Sie müssen das auch nicht mit Straßenbeiträgen machen. Und wir werden uns natürlich auch anschauen, welche Finanzierungsmöglichkeiten es gibt. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben da eine komplexe Materie. Wir werden uns damit intensiv befassen. Wir werden das diskutieren. Und ich bin guten Mutes, dass wir da eine Lösung zusammenfinden. Aber Schnellschüsse werden, glaube ich, niemandem was nützen, den Gemeinden nicht und auch nicht den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern. Danke schön, Frau Goldbach. Zu einer Kurzintervention erteile ich Herrn Rudolph das Wort. Ha.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Goldbach, welche Möglichkeiten haben denn die Kommunen, bei defizitären Haushalten ihre Einnahmesituation zu verbessern? Explizit am Beispiel der Stadt Rüsselsheim. Zweimal lehnt die Stadtverordnetenversammlung die Einführung von Straßenbeitragsgebühren ab und der RP als Kommunalaufsicht besteht. Das ist die zwangsweise Einführung. Genau das wollen wir nicht. Genau das wollen wir nicht. Und die Kommunalaufsicht beim RP, das hat auch irgendwie was mit dem obersten Dienstherr, dem hessischen Innenminister, zu tun. Und damit das noch einmal deutlich wird, wir reden hier über die finanzielle Situation der Städte und Gemeinden. Selbst wenn es im Jahr 2017 einige Kommunen mehr gibt, die den Haushalt ausgleichen können, sind doch ja und die Defizite der letzten Jahre. Wir haben 6 Milliarden Kassenkredite und fast 12 Milliarden normale Kredite, meine Damen und Herren. Wir reden über 18 Milliarden Kredite. Die Lage ist doch alles andere als entspannt vor Ort. Und deswegen, Sie eiern hier rum. Andere Möglichkeiten wollen Sie andeuten, die Grundsteuer zu erheben. Wir haben jetzt schon Kommunen, die 1.000 Prozentpunkte bald erreichen werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen wird das die Nagelprobe. Sind CDU und GRÜNE bereit, tatsächlich den Kommunen und damit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort zu helfen, oder wollen Sie weiter auf Zwangsbeitragssatzungen bestehen? Das wird die zentrale Frage. Um nicht mehr und nicht weniger geht es bei den beiden Gesetzentwürfen. Danke, Herr Rudolph. Frau Goldbach, wollen Sie antworten? Sie haben 2 Minuten Zeit, bitte. Also nur noch einmal eine Anmerkung, Herr Rudolph. Ich habe nicht gesagt, wir müssen die Grundsteuer erhöhen, sondern das ist eine Möglichkeit, die diskutiert werden muss. Wir müssen eben die grundsätzliche Haltung dazu, wer finanziert und wie wird finanziert, das müssen wir darüber müssen wir reden, darüber müssen wir debattieren. Und Grundsteuer hieße im Übrigen, und das auch noch einmal an die Adresse der LINKEN, umlagefähige Kosten, das heißt alle Mieterinnen und Mieter. Und das finde ich bei der LINKEN, das hat schon eine Geschmäckle, wenn die sagen, von den Grundstückseigentümern wird eine Belastung übertragen auf die Mieterinnen und Mieter. Das finde ich schon lustig. Danke, Frau Goldbach.